Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge LS Rescue Division. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, die Folge nochmal neu anzufangen. Ich habe jetzt dreimal mich versprochen und beim dritten Mal kam eben dieses Intro raus und das finde ich ganz gut. Draußen regnet's, wir haben absolut mieses Gewitter. Gewitter! Ich kriege jetzt schon die Krise. Gewitter, Leute. Und wir fahren in El Burrito Heights los, ne? So heißt die Hütte. Wir setzen auf jeden Fall einen Helm auf, weil es regnet. Und meinen Jungs würde ich auch gerne Regenjacken anziehen, ja? Aber gut, die sind gut equipped. Und dann geht's heute mal wieder los. Wir fahren mal wieder mit dem Ladder Truck. Der wurde oft gewünscht. Und dann bin ich mal gespannt, was wir heute so erleben. So. Truppe, wo seid ihr denn? Okay, Blitzeinschlag, es regnet, ihr wisst... Was macht der denn da? Ey, hör mal auf, hier rumzuturnen. Ey, ihr da... Du qualmst wieder an, komm mal runter hier. So mag ich das, genau. So Jungs, ihr seht selbst, Wetter ist scheiße. Ja, wir haben auf jeden Fall eine miese Zeit erwischt. Es ist früher Morgen, ich glaube zwischen 5 und 6 Uhr müsste jetzt sein. Und wir schauen mal, was da passiert. Alle mal aufsatteln, wir fahren heute mit dem Leiterwagen. So, hier drin haben wir schon wieder so einen Verrückten. Seht ihr das? Ich glaube in der letzten Folge hatten wir auch so einen Typ, der hier nicht rausgekommen ist. Der ist auch gegen diesen Betonpfeiler gefahren. So, rein da in die gute Stube. Ab ins Auto. Und ich entschuldige mich nochmal für das Intro gerade. Ralf ist halt nicht immer zurechnungsfähig. So, Jungs, seid ihr denn drauf? Ich sehe euch so schlecht. Jo, alles klar. So, das Auto vor uns ist auch rausgekommen. Ich bin sehr glücklich. Die Jungs da unten, sehen wir die überhaupt? Nein. So, da, da. Okay, den Einsatz nehmen wir an. Und ihr hört vielleicht auch, die Sirene im Fire Department ist gerade angegangen. Das bedeutet, auf der Station, wo ich unterwegs bin, wird auch dann immer der Alarm ausgelöst, wie es auch im echten Leben ist. So, wir schalten uns Sirene ein und ich muss hier gerade so ein bisschen kichern, weil das Auto vor mir eben auch gerade irgendwie wieder hängen geblieben ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob die AI hier überhaupt klarkommt und wohin der überhaupt fährt. Das scheint aber auch dahin zu fahren, wo ich hin will. Ich hoffe nicht, dass der zum selben Einsatz fährt. Wobei es eigentlich ganz cool ist gerade, dass man endlich mal jemand mitfährt. Der erste Einsatz, wo wir jetzt zu weit sind. Okay, Pedestrian struck by a vehicle. Das müsste direkt hier vorne sein. So. Gerade mal runter hier. Die Straße wird gleich abgesperrt. Und zwar sagen wir hier Stop Traffic. Und ihr seht auch, wir haben jetzt hier noch eine Sache und zwar... jetzt muss ich mal kurz gucken. Eigentlich sollte ja hier in dem Menü... Request Tow Truck sollte eigentlich hier in dem Menü sein. Ich kann mich aber auch täuschen, da muss ich mal nachgucken. Code 2, Code 3, nee, da hat sich gar nichts geändert. Ich glaube aber, in der jetzigen Version sollte hier drin sein. Da muss ich noch mal kurz mit Jarosab reden. Aber zurück zum Einsatz. So, du, hier, Johnny Robinson, genau, ich kenne ihn noch gar nicht. Du sperrst mal bitte die Straße ab, ruhig mal den Traffic. Ja, achso, das bist ja gar nicht du, Entschuldigung. Wo bist du denn? Wo ist er denn, der Kumpel? Hallo? Ich sehe dich gar nicht. Ah, da. Du checkst mal den Traffic aus. Hast du es verstanden soweit, ja? Ich werde auch mal den Straßenverkehr wieder freigeben. Mal gucken, ob der wirklich was macht. Ich frage mich gerade... Ah ja, guck mal, da drüben ist unser anderer Feuerwehrkollege. Wer von euch ist denn das jetzt hier? Wer routet den Traffic? Also, route Traffic heißt... Ah ja, guck mal, da ist wer. Gut. Dann, der Johnny macht es schon. Dann soll der John auch nochmal ein bisschen Traffic ruhen. Und der Ethan soll mal Road Cones placen. Aber warte mal hier, der gute Johnny, der soll sich mal kurz um den Pet da drüben kümmern. So, wer hat denn hier wen angefahren? Was ist denn hier schon wieder los? Leute, der Herr im Anzug, können Sie mir erklären, was hier passiert ist? Nein, Sie wissen selber nicht. Das ist eine Pantomime, heilige Scheiße. Ach so, das ist hier. Okay, Sie sind der Arbeitgeber von der Pantomime und Sie sind mit dem Auto gefahren? Nein, der Herr da drüben, okay. So, der Herr hier mit dem Fallschirm, ganz ehrlich, da haben sie richtig in die Scheiße gegriffen, ne? Wollten wir von Ihnen bitte kurz Ihren Ausweis, auch wenn es nur ein Medic-Ausweis ist, oder ein Medical-Ausweis, mir ist völlig egal. Der mit der Karte. So, wie heißen Sie? Tyler Scott. Herr Tyler Scott, Ihre Daten wurden soweit übernommen. Sie können sich jetzt vom Unfallort entfernen. Und auch Sie als Arbeitgeber da drüben, Sie dürfen jetzt gehen, wir müssen uns jetzt hier drum kümmern, ja? Wir haben das schon... Alter Schwede! Wir haben ja alles im Griff, wollte ich sagen, aber was ist hier los mit den Cones, Leute? Was ist hier los mit den Cones? Du wolltest doch den Traffic... Ne, Traffic Route und die beiden da vorne.
So, ich würde mal sagen, alle hier mal verschwinden, ja? Alle bitte, außer die Leiche, die bleibt bitte hier. Nicht, dass die jetzt hier gleich verschwindet, das hatten wir schon öfters. So. So, alles klar. Und jetzt müssen wir den Traffic auch mal anhalten. Das scheint so nicht zu funktionieren. So, Jungs, das war nichts Richtiges hier. Das könnt ihr nicht so bringen. Ich finde es toll, dass du hier am Rumzeigen bist, aber da ist ja gar kein Auto. Der hätte sich auf die andere Seite stellen sollen. Und dieses Scheißwetter geht mir jetzt schon auf den Sack. Warum ist es denn so laut? Gut. Ich sehe jetzt schon, dass hier die... Oh, guck mal, er hat ihn gerettet. Der hat die Pantomime gerettet. Ich bin ganz entzückt. Normalerweise schaffen die Kollegen das ja nie, hier irgendwie Leute zu wieder... Guckt euch das Gesicht an. Seht ihr das? Oh, wie es geblitzt hat. Oh, guck mal, wie traurig die Pantomime jetzt ist. Aber es freut er sich wieder. Guck mal, jetzt lacht er wieder. Er ist zurück im Leben. Aber wenn das mal nicht ein Happy End ist, Leute, die Pantomime. Oh, ja, du lebst wieder. Danke, danke. Schön. Ach Gott, what the fuck? Der beste Abgang ever einer Pantomime. Oh mein Gott, ey, ohne Scheiß Respekt. Das war auf jeden Fall ein guter Einsatz. Ich schau mal kurz, ob der hier runtergefallen ist. Nein, die Pantomime ist komplett RIP. Oh mein Gott, das war ja... Oh Gott, der LKW da vorne. So Leute, wir räumen mal die Bude wieder auf. Schaut mal, dass ihr alles mitnehmt. Wir steigen wieder ins Fahrzeug ein. Ich weiß auch nicht, warum steht denn hier das Auto rum? Den müssen wir auf jeden Fall noch abschleppen lassen. Oh Gott, das war gerade richtig cool, ey. Oh mein Gott, ey. Oh Mann. Target vehicle license plate 4-6 Edward King 5-7-2 Port of South Los Santos. So, Brigade, bitte wieder einsteigen und zwar alle mal. Follow me. So, die Cones lassen wir mal da, die müssen die Towtrucks dann wegmachen und die Restrict Traffic machen wir auch mal wieder weg. So, jetzt sollten eigentlich alle wieder weiterfahren können. Wir schauen mal, dass wir hier auf der anderen Seite weiterfahren. Die Towtrucks kommen uns gerade entgegen, so wie es aussieht. Oder täusche ich mich? Kurz auf der Karte schauen. Ja, die kommen uns entgegen. Wir können fast nochmal hier auf den Gehsteig fahren und kurz warten. Wow, das habe ich ein bisschen verkackt. War das eine Auto schon komplett weg? Wie haben wir das denn geschafft? Die Towtrucks sind noch nicht mal da. Ah ne, der steht noch da, habe ich nicht übersehen. Okay, der ist noch da. Ey, die Pantomime gerade, Leute. Lachflash. Hashtag Lachflash. Unser heutiges Hashtag für die Folge. Und natürlich euch gute Unterhaltung weiterhin hier auf meinem Kanal. Checkt doch mal die Endcard aus, Leute. Coole Videos verlinkt. Video ist noch nicht zu Ende. Weiß man nur so eine Info. Und danke natürlich wieder für den ganzen Support. Für die Likes, dass ihr die Werbung guckt. Sau cool, Leute. Dankeschön, macht weiter so. So, den Callout beenden wir jetzt. Wir sind soweit hier fertig. Da sind noch die Towtrucks, die beiden. So, mal gucken, was die machen mit den Dingern. Okay, nice. Der ist schon mal voll weggepackt. Oh nice, die haben es beide geschafft. Guck mal. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht. Super. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh Gott, es tut mir so leid. Entschuldigung. Entschuldigt bitte, dass ich das gerade gemacht habe. Ich wollte hier drauf drücken. Ich wollte eigentlich nur die Hupe anmachen. Und dann durch dieses Geheule wieder anmachen. Ey, ich kriege jedes Mal die Krise. Entweder ich schmeiß das Audio-File mal raus oder so, weil das ist immer so laut. Und wenn ich die Gear anlege, die Feuerwehr-Gear, die Atemmaske, dann machst du auch mal... Und es ist so laut, ey. Das ist... Und wir wissen immer noch nicht, woran es liegt, ey. Jaroslav hätte es schon längst mal fixen sollen, aber er kriegt es nicht hin. Oh, ich war auf der falschen Seite, ups. Und Blaulicht können wir da auch mal wieder ausmachen. Ja, so ein Wetter hier, ne, Leute, gerade. Blitz und Donner. Bremse rein und rückwärts fahren. Ich habe ja in diesem, in dieser Installation von LSRD auch diverse Modpacks mit dabei. Ich habe LA Roads installiert, deswegen sehen die Straßen auch so geil aus. Und ich habe World of Variety installiert und zieht euch mal das rein, was hier für Kahn rumstehen. Ich finde das so nice, dass hier so krasse Autos in dem Game sind. Das macht das Ganze meiner Meinung nach einfach nur stylisch. Ja, Jungs, ne? Schönes Auto, ey. Aber dem Scheißwetter fahren wir lieber weiter. All units, citizens report a serious MVA on Elysian Fields Freeway. Respond code 3.
Okay, wir haben wieder einen Autounfall. Wir fahren los. A serious motor vehicle accident. Wird bestimmt Verletzte oder Tote geben. Achtung, 3. Ich werde jetzt ab sofort, ich verspreche es euch, immer auf die Taste Wow gucken, bevor ich diesen Sound auslöse. Ich denke auch, dass der Sound gerade vom Gewitter lauter ist als die Sirene. Weil die habe ich nochmal leiser gestellt. Es haben viele Leute mir geschrieben, Ralf, die Sirene ist zu laut, jetzt habe ich sie leiser gemacht. Jetzt könnte es natürlich auch sein, oh shit, oh, Regen, 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 alter Schwede, schau dir das mal an. Holy shit, das habe ich ja völlig unterschätzt, wie glitschig das hier ist. Wow, haben wir ein Glück, dass wir nicht umgekippt sind. So, Feuer aus, sage ich schon, Sirene aus. Und über den Feldweg hier, auch alles total glitschig und nass. Wie haben die es denn wieder geschafft, da vorne auf so einer behinderten Scheiß-Nebenstraße so einen schweren Autounfall zu provozieren, ey? So, da vorne stehen die Fahrzeuge, ich sehe es auf jeden Fall. Brennt da irgendwas? Einer rennt schon mal weg, ich glaube ja, oder? Oh shit, ja, oh, da sitzt sogar einer drin. Oh, Bremse, oh Gott, nein, 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 zurück. Alle weg da, alle weg da, alle weg da. Evacuate the area, ganz schnell. Leute, weg da, oh shit. Evacuate, zu spät. Alle weg hier, alle, haut ab, Mann. Oh shit, wo ist denn dieses blöde Menü? Wo ist denn die, Evacuate da. Weg mit euch. Schaut, dass ihr euch alle verpisst, Leute. Das ist viel zu gefährlich hier gerade. Holy shit, Alter, bin ich erschrocken. Jedes Mal, wenn ihr das explodiert, kriege ich so... Oh. Jetzt hat es auf jeden Fall beide Fahrzeuge zerrissen. Oh, da ist auch noch Feuerzeug von mir. Weg hier. So, Jungs, ihr habt es gesehen. Holt mal, machen wir Schlauchfahrt hier. Kommen alle mal hier, Firehouse. So, wir schauen ihm einfach ein bisschen zu bei der Arbeit. Genau. Wohin denn auch? Warum denn auch nicht? Einmal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, der will dieses Feuer löschen. So, wir gucken mal zu, wie er das so macht. Er hat lange für geübt, würde ich sagen. Kann er gut. Ist aber sehr effektiv dabei, der Arbeit, muss ich sagen, oder? Oh, genau, guck mal, auf Wiedersehen. Tschüss, Auto. Ja, was zur Hölle war das? Was ist das denn hier? Matrix oder was? Der hat das Auto hergespült. Der Luftfilter scheint aber noch ganz in Ordnung zu sein. Ich glaube, unser Kollege da drüben bekommt gar nicht genug vom Gießen. Und ein neues Feature, was jetzt klappen sollte, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ist das hier. Aufpassen, und zwar Request Tow Truck. Die labert immer so viel, ne? So, jetzt habe ich für beide Fahrzeuge den Tow Truck gerufen. Jetzt können wir endlich auch die verbrannten Fahrzeuge eben abschleppen. Finde ich persönlich sehr nice. So, alle mal wieder ins Auto hier. Was ist denn los mit dir da drüben? Ich glaube, der kommt immer noch nicht klar. Komm wieder rein ins Auto hier. Alle warten wieder auf dich. Der Einzige, der mit dem Wasserstauch spielen durfte, und wir müssen alle auf ihn warten. Ist ja wieder so klar, ey. Bist du wieder da, ja? Hat Spaß gemacht, Feuer zu löschen. Das freut mich. So muss es sein. So, dann fahren wir hier mal wieder raus und fahren über die Brücke da vorne zurück. Oh Gott, diese Bremse hier in dem Fahrzeug bei Regen ist eine Katastrophe. Okay, alles klar. Ah ja, den Call-Out kann ich ja wieder beenden. Ich drücke jetzt mal B, das bin ich so gewohnt. Roger that. Die Fahrzeuge der, des Los Santos Fire Departments sehen schon auch echt gut aus, muss ich sagen. Also die gefallen mir auch richtig gut. Schade, dass es... Oh, leck, wie geht das Gewitter denn ab? Seht ihr das? Sieht ein bisschen freaky aus. Ja, vielleicht eine Mischung aus Gewitter, Nebel und Grafikmod, die ein bisschen abspacken war. Ich kann ja mal hier das, unser Licht mal wieder ausmachen. Attention all units. Citizens report a possible fire. Utility vehicle. Respond code 2. Okay. Possible fire bei einem Utility Vehicle. Das bedeutet, es scheint ein Fahrzeug in Brand aufgegangen zu sein oder in Brand gesteckt worden zu sein. Kann aber auch sein, dass das Fahrzeug noch nicht kaputt ist. Und wir können mal schauen, ob ich an diesem Fahrzeug
das neue Feature des Reparaturkit ausprobieren kann. Handbremse. What? Was für ein Drift, ey. Awesome. Awesome. Komm, hier machen wir die Sirene aus. Die nervt gerade nur. Ja, von hier drin ist das Wetter irgendwie angenehmer auszuhalten. First person, meine Damen und Herren. Fahre ich sehr, sehr gerne in GTA. Das kann GTA aber auch wirklich gut. Wow. Was ist hier los? Wo? Okay, wo ist die Polizei hier gerade? Warum steht denn der Typ mit auf den Gleisen? Seht ihr das? Warum fährt der hier diese Barriere? Irgendwas ist doch hier völlig im Arsch gerade. Okay, wir schauen mal, dass wir... Wir machen mal ein bisschen unsere Sirene an und schauen, dass wir Land gewinnen. Ist da vorne rechts ein Polizeifahrzeug? Nein. Als Feature kommt vielleicht bald auch die Option, Objekte zu kopieren im Callout Manager. Das heißt, man kann auch wirklich Objekte spawnen zum Feuerwehreinsatz. Oh, das wird so geil noch, dieser Mod. Und supportet mal den jungen Mann auf Patreon. Link habe ich jetzt nicht da, aber schaut unten im Video. Da ist der Link zum Discord und da findet ihr alle weiteren Informationen. Ey, schaut mal die Wellen an, ey. Wie die abgehen, ey. Heftiger Scheiß, ey. GTA ist einfach schön. So. Wo ist denn hier wie... Was? Wo ist denn der Einsatz? Nicht dein Ernst, oder? Oh nein, der ist wieder mal da drüben, Leute. Nein, am Flughafengelände. Ah, das habe ich hier wieder gerne, ey. Das sparen wir uns aber, die Fahrt. Oh, Entschuldigung. Wow, wir sehen uns drüben. So, am Flughafen, Leute. Am Flughafen. Ja, das ist ja wieder dieser Callout, denn diese Location ist manchmal so tricky. Sollen wir hier ein bisschen die Sirenen wieder anmachen, damit die Leute auch wissen, dass wir am Start sind. Und hier war irgendwas Vehicle und Fire, oder? Ah, komm, oh, hier brennt es wie Sau. Ich frage mich nur, wo ist das Fahrzeug, das hier dazu gehört. So, Brigadenmann, Johnny Jackson, du darfst hier erstmal Fire Extinguisher. Und der gute Ethan Adams wollte ja auch mal Fire Extinguisher. Komm, auf geht's. Ran an die Buletten, Jungs. Wo seid denn ihr? Oh shit, wo sind denn die beiden? Stehen die da drüben? Oh, stehen die denn da drüben im Hafen, Alter? Oh, was für ein Einsatz. Ja, und wer bist du dann hier? Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Du bist Brigade. Nein, du bist Johnny Robinson. Johnny, pass mal auf, du bist der Einzige, der noch da ist. Hol mal dein Fire Gear hier bitte. Ja, hol mal, zieh dich mal ordentlich an. Das ist deine Chance jetzt hier. Deine Chance zu zeigen, was du kannst. So, equip dich mal, Anti-Maske und jetzt hier Firehose Body, Alter. Ab geht die Party. Spülen wir so richtig durch. So, hier vorne das Wasser auf diesen Fleck hier drauf, bitte. Genau hier vorne. Einmal drauf. What the fuck? No, Alter! Sei nicht auf mich, Mann, du Panani, ey. Hier ist der nächste Brand. Genau hier vorne, bitte. Einmal. Oh, das. Ah! Junge, Alter. So, was hast du davon, Alter? Spacken. So, jetzt sind wir wieder quitt. Heb deinen Helm auf und weiter geht's. Kannst du nicht bringen, Alter. Kannst du nicht deinen Captain hier wegspülen, ey. Wo sind die anderen beiden eigentlich? Die sind bestimmt wieder im Hafen einsaufen. Ganz ehrlich, okay, wir sind wieder Freunde. Okay, alles klar. Würde ich sagen, check mal die Lage aus. Komm mal mit mir mit. Und den anderen beiden sage ich auch mal, dass sie mir folgen sollen. Follow me. Follow me. Bin mir sehr gespannt, ob die wiederkommen. Na gut, wir hatten heute wirklich nur den ganzen Tag Scheißwetter hier im Game. Ist für mich aber soweit in Ordnung, hat auch eine gute Atmosphäre. Den Callout können wir somit auch beenden. Roger that. Und ich hoffe, euch hat es gut unterhalten. Mein Highlight in dieser Folge war definitiv die Pantomime. Die hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Also werde ich auch nicht so schnell vergessen. Und oh, oh Gott! Oh Gott. Ey, es tut mir so leid. Ich wollte das Licht ausmachen und habe wieder die Taste 4 gedrückt, ey. Es tut mir so verdammt nochmal leid, Leute. Ey, ich bin selber voll erschrocken gerade. Oh mein Gott, ey, wie ich diesen Sound hasse. Danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Das war Los Santos Fire Department. Eine lustige Folge. Ein paar Schrecksekunden hatten wir. Die Pantomime, rest in peace. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut mal auf Twitter und Facebook vorbei. Da heiße ich RalfingerIP. Ansonsten gibt es mich auch auf Discord. Link in der Videobeschreibung. Und auf Instagram. Da habe ich vor kurzem ein neues Bike gepostet, wen es interessiert. Die Folge fängt mit dem Versprecher an und sie endet mit dem Versprecher. Warum auch nicht? Checkt auch die Endcard. Zwei coole Videos von mir verlinkt. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.